Lukas Mühl, das Derby, dieses 0:0, was hat es mit euch gemacht? Wie habt ihr es in der Nachlese betrachtet? Ja, ich denke, das war ein kleiner Schritt nach vorne. Vor allem ich als Defensivspieler, so ein 0:0 gibt einem immer Selbstvertrauen, weil das natürlich als Defensivspieler sehr wichtig ist. Und da, glaube ich, haben alle 11 gut gegen den Ball gearbeitet. Und das führen wir weiter fort im Training jetzt. Ja, und wichtig wird natürlich gegen Wien auch sein, dass wir nach vorne gut spielen. Da werden wir auch dran ansetzen. Und wie gesagt, dann war es ein kleiner Schritt nach vorne. Und jetzt wollen wir die nächsten Schritte gehen. Es waren ja turbulente Wochen für euch. Letztendlich das Ende von Kanadi, dann über Marek hin zu Jens Keller. Was ist da bei euch in der Mannschaft passiert? 3 unterschiedliche Trainerstile. Habt ihr da schon Unterschiede auch feststellen können? Ja, du stellst natürlich bei jedem Trainer einen Unterschied fest, weil jeder hat seine unterschiedlichen Herangehensweisen. Ja, waren turbulente Tage, das geht nicht an einem spurlos vorüber. Aber jetzt, was ich die letzten 2 Wochen gesehen habe im Training oder wie uns der Trainer einstellt und was er coacht, ist sehr gut, weil es sind genau diese Dinge, wo wir ansetzen müssen, diese Aggressivität, dass wir im Zweikampf kommen und dass wir aktiv nach vorne verteidigen und das mit 11 Mann. Und da ist ein System dahinter und das tut uns gut. Momentan, also wenn ich dir richtig zugehört habe, liegt eher der Fokus auf der Defensive. Ja, da musst du natürlich ansetzen. Jeder weiß, dass wir viele Gegentore bekommen haben. Ja, ich sehe das nicht immer so, dass nur die Defensiven Schuld haben, sondern alle 11 greifen an, alle 11 verteidigen. Und da haben wir natürlich angesetzt die vergangenen Wochen, aber wir trainieren natürlich auch das Offensivspiel. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Spieler und sehr kreative Spieler. Und wenn wir die Balance halten oder wenn wir die Balance hinbekommen, dann glaube ich, haben wir eine sehr gute Mannschaft. Schön ist, man hat auch das Gefühl gehabt, du hast wieder auch ein Stückchen mehr wieder zu dir gefunden im Derby. Ja, ich denke, das war eine ordentliche Leistung, wie von jedem anderen auch. Felix hinten hat es gut gemacht, der strahlt auch ja, Ruhe aus, Souveränität aus. Und wie gesagt, wir haben alle 11 gewusst, was wir zu tun haben. Wir haben alle 11 einen Plan gehabt, vor allem gegen den Ball. Und ich glaube, das haben wir auch gesehen und da tut es dann natürlich den Einzelnen auch gut. Beschreib mal kurz, was da hinter euch immer passiert ist. Denke ich mal für einen Verteidiger auch ganz, ganz komisch. Die Situation mit den ständigen Torwartwechseln, die ihr so in dieser Saison durch Verletzungen habt machen müssen. Ja, ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, was diese Saison passiert ist. Ja, Bene, sehr junger Torwart, hat es im Training gut gemacht. Ja, der konnte einfach, ich habe ihm gesagt, er kann einfach befreit aufspielen wie im Training, er soll es so machen wie in der Jugend oder bei der U21, da hat es ja sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt mit Felix haben wir einen neuen dazu gewonnen, der hat natürlich ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Souveränität, was man natürlich spürt, auch als Verteidiger. Und Bene ist als Nummer 2 dran und ist, glaube ich, eine gute Konstellation. Wie ist der Neue so im Tor? Ist er einer, der viel dirigiert? Ist er einer, der euch ruhiger macht, der euch Stabilität gibt? Ja, er ist ein sehr angenehmer Typ, mit dem kann man gut reden. Strahlt, wie gesagt, eine gewisse Souveränität, Ruhe aus. Man merkt, er hat schon ein paar Zweitligaspiele am Buckel. Dann natürlich mit seiner Größe, hat eine gewisse Ausstrahlung auch gegenüber den Gegenspielern. Fußballerisch ist er gut und da haben wir eine gute Verpflichtung gemacht. Wie lest ihr momentan die Tabelle? Ja klar, ihr schaut alle nicht drauf, aber trotzdem habt ihr sie ja irgendwie ein bisschen im Hinterkopf. Wo geht der Blick hin? Du hast es schon geantwortet. Ich schaue nicht auf die Kicker-App oder irgendwo anders hin. Wir schauen jetzt auf Wien, Wiesbaden. Von der Tabelle her ist natürlich ganz klares Spiel, aber man hat auch gesehen, sie können auch die Großen ärgern wie ein HSV. Da müssen wir aufmerksam sein. Wenn man unsere Laufdaten anschaut gegen Fürth, was die Sprints, was die Tempoläufe angeht, da haben wir noch Luft nach oben. Da wollen wir auch ansetzen. Da geht es vor allem darum, diese tiefen Läufe hinter die Kette zu gehen. Auch wenn man der Ball nicht ankommt, dann hast du wieder vorne einen Raum frei. Und das versucht man natürlich auch jetzt im Training umzusetzen. Und das ist dann die Strategie für Samstag. Trotzdem, die Punkte müssen diesmal alle 3, denke ich mal, in Nürnberg bleiben. Druck? Druck hast du immer. Der eine fasst positiv auf, so wie ich, der andere negativ. Immer geil, im Maximal-Log-Stadion zu spielen. Ich erinnere mich immer daran, wie ich in der A-Jugend da am 9er-Platz gestanden bin und wollte zu den Profis. Jetzt darf ich spielen, von dem her ist es immer schön, ein Heimspiel zu haben. Natürlich können die Voraussetzungen besser sein, aber ich freue mich auf jedes Heimspiel.